Schmeckt nicht. Jetzt können wir mal eine Stunde hier warten, ne, bis wir hier dran sind. Das ist unser Gruppenführer hier. Der erste Sigi. Ja, heißt mit zweiten Namen Sigi. Alles Alkoholiker, alles. Die siamesischen Zwillinge sind auch angekommen. Die sind aneinander gewachsen. Gut, der Linke ist ein bisschen älter aus, aber er ist die Erstgeburt hier, ist zuerst gekommen. Ne? Und dann er ist etwas später gekommen. Aber klappt wunderbar mit euch, ne? mit der zusammengewachsenen Armen. Ne? Okay, dann wissen wir Bescheid. Ne? Danke. So, der erste Tag hier am Strand, 33 Grad haben wir jetzt. Jetzt gehen wir mal ein bisschen spazieren mit Adonis hier. Der hat früher Bodybuilding gemacht. Heute Abend sind wir eingeladen hier. Wo sind wir hier? Wie heißt das hier? Ballermann 9. Nein, das ist lokal hier. Megapark. Megapark, richtig. Und hier. Wenn wir heute im VIP-Bereich sitzen und schönen Spaß haben. Ja, und schickt mir mal ein Video. Ja? Ja, komm, halt fest. Ist am Film. It's cool, man. Attacke! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, lieber Dirk! Happy Birthday to you! Lauf Dieter! Lauf Dieter! Geh noch ein Stück zurück! Happy Birthday to you! Happy Birthday, Happy Birthday! Ich danke euch, meine Freunde! So. Die Schmidt-Familie. Very nice. Dem wir alles zu verdanken haben, unserem wundervollen Vater. Michael Schmidt! Und als zweites unserem Gönner des unseres Urlaubs, unserem Bruder Walter. Auf ihn ein dreifaches Schmidt! Bau! Schmidt! Bau! Schmidt! Bau! Dankeschön!
Hören Sie mal, wie lange haben Sie gebraucht, das aus? Hören Sie mal, wie lange haben Sie gebraucht, das auswendig zu lernen? Wie lange haben Sie gebraucht? Jahre. Ja, das Schönste hier auf Mallorca ist der wunderschöne, unendlich lange Strand. Nee, da hinten ganz runter, bis zum geht nicht mehr. Schöner weißer Strand, geraucht werden darf hier nicht mehr am Strand, weil die das nicht wollen. Ah, hier ist ja vieles verboten worden. Ich muss jetzt mal aus der Sonne bleiben, weil ich sehe aus wie Harry. Ich habe mich nicht eingecremt, komme hier an, Sachen weg und direkt am Strand und habe vergessen, mich einzucremen. Die laufen hier ohne Ende rum. Da hinten ist der Hafen. Da ist ein Ballermann 0. 1. 5 Tage reichen. Und man hat sich ein bisschen erholt. Man kann eben, ob du jetzt zu Hause irgendwo essen, trinken gehst, mit 2 Personen bist du auch 200-300 € los. Nimmst du einen billigen Flug, 2 Übernachtungen und hast ein langes, schönes Wochenende. Kann ich jedem empfehlen. Frühzeitig buchen. Ist schon Knaller, Mallorca. Ganz toll. Ja, meine Damen und Herren, das ist das Spa des Jahrhunderts. Unglaublich. Was das für ein schönes Paar ist. Ich wünsche euch alles Gute. Miss Germany und Mr. Westside haben sich gefunden. Das ist unglaublich. Der Mann der Stunde. Vater aller Väter. Megapark. Am frühen Mittag geht hier schon die Post ab. Hier wird schon früh gesoffen. Heute ist der 6. Tag und der Vatertag. Ich meine, natürlich jetzt hier richtig was los überall. Die Väter tun sich mal schön ein Kippen. Ja, ist heute auch scheiß Wolke, die keiner gebrauchen kann. Aber ab morgen sind die weg. Steht jedenfalls so im Wetterbericht. Wecker! Immer wichtig, dass man Mallorca von oben sieht. Arena. Ja. Arena nicht nur im Keller. Ne? Mallorca besteht nicht aus Arena. Ja, das da vorne ist ja, glaube ich, letztes Jahr, ne, vor 2 Jahren fertig geworden. Ja. Ne? Auch ein sehr schönes Hotel. Sieht klasse aus. Ich wohne ja da, direkt dahinter, so, in dem weißen Ding. Ne? Weiße Block da. Aha. Die sind aber breit geworden.
Ja, morgen soll die Sonne ja wieder kommen. Ja. Heute haben wir den Vatertag hier. Das sind alles Väter hier. Die Prinzessin ist auch hier. Alles Väter hier. Sie trinken nicht und rauchen nicht. Nein, nein. Wir haben einen hohen Besuch hier von Roy Charles, die Schwester. Von wem die Schwester? Ja, morgen. Oder wir haben ja schon Mittag. Ja, heute ist der 7. Tag. Das Wetter hat sich verbessert, aber egal, man ist ja in der frischen Luft, man ist am Meer. Was will man noch mehr? Ja, wenn du hier essen gehst, egal wo, rauchen darfst du auch draußen nicht mehr, also wenigstens im Restaurant, du musst dann hier hin. Da darfst du rauchen. Und dann darfst du dich wieder hinsetzen. Sag mal, ich sag, die ganze Welt ist ein Kitsch. Und darf auch nicht mehr so laut sein. Das Saufen ist normalerweise auch verboten. Auf der Mauer sitzen darfst du auch nicht. Aber ignoriere die Leute, weil ich auch verstehe. Also die wollen die Touristen, die das Geld hier hingebracht haben, die auch mal laut sind, wollen die am liebsten gar nicht mehr hier haben. Traurig, aber wahr. Geraucht wird nur noch mal eben am Rande der Straße. Okay, ich glaube da alles. Schon hier eine Rambazamba-Insel, wo die Leute mal wenigstens einmal im Jahr richtig schön abfeiern können. Das Problem ist, dass es manchmal ein bisschen Überhand nimmt und die Leute ihren Mist nicht wegräumen. Da bleiben die Dosen, Naschen am Boden liegen und dann ist das, was die Leute nicht wollen. Also die, zumindest die Marokkiner. Weil das kostet ja auch ein Vermögen, den ganzen Scheiß wegzuräumen. Die lassen alles stehen und liegen da, mitten auf dem Wege, Flaschen, Dosen. Das ist natürlich Scheiße. Das muss aufhören. Heute ist Frittentag. Bist du am Abend jetzt aber ein bisschen zu wenig? Hier, da sind super Jungs. Wo kommt der her? Hagen, bei Dortmund. Hagen. Hagen. Wo die Hühner mit den Fritten quaken. Wir haben schon alles. Wir sind. Ich muss ein Auto fahren. Ja, was auch noch hinzukommt, dass alles sich sehr verteuert hat hier. Auf Getränke oder Essen. Die Inflation ist ja wahrscheinlich Europa oder weltweit. Schön gekünstelt. Los, Mallorca, jetzt hier meine Freunde, die Kölle Alaf und die Krone Restaurante. Wünsche euch alle eine gute Nacht. Träumt was Schönes. Vielleicht hier von dem Strand. Mallorca hat das beste Wasser auf den Balearen und den längsten Strand. Wunderschön.
kann ich nicht oft genug sagen. Und die Palmen sind schon so uralt. Träumt was Schönes. Und tschüss.